Moin Moin YouTube und herzlich willkommen zu einem neuen Turnierbericht. Und heute reden wir über den Major Tour Stop der CSL, der am vergangenen Montag, also gestern, hier in Hamburg, AK Priesdorf, was eigentlich in Schleswig-Holstein ist, stattgefunden hat. Marketing. Und wo ich zusammen mit The Envoy, AK Daniel, zusammen teilgenommen haben. Und wo ich euch heute mit etwas ledierter Stimme davon berichten werde. Das war mal ein langes Wochenende und interessant, dass man ein Turnier Montag spielt, aber ist halt ein Feiertag, das kann man ja mal machen. Ein kleines Roundup für euch nochmal, warum wir überhaupt in Priesdorf das gemacht haben, warum das am Montag war. Ihr kennt ja Olli Spielecenter, da spiele ich ja sehr oft Locals und er hat halt ein riesiges Magic-Event damit zusammen mit Card Market veranstaltet. Und das waren, glaube ich, irgendwie 4 Tage und 4 unterschiedliche Magic-Formate. Und das war dann halt am Freitag, Samstag, Montag, Freitag, Samstag, Sonntag und Montag. Und am Montag war halt nicht mehr so ein großes Event, sodass halt noch Platz war. Und so konnten halt auch noch die CSL parallel noch ein Yugi-Turnier veranstalten. Und da habe ich mir gedacht mit Daniel, jo, das ist gar nicht ganz gut. Ein bisschen Testing, ein bisschen Vorbereitung noch vor dem, ja, vor den deutschen Meisterschaften ist, glaube ich, ganz gut. Auch wenn vielleicht das Format nicht ganz vielsagend ist, weil halt, ja, jetzt mit dem neuen Set kommt halt noch ein bisschen so Support in so einige Richtungen rein, wo vielleicht das nicht mehr so aussagekräftig ist, aber trotzdem halt schon ein bisschen Spielerfahrung halt sammeln. Und ich bin halt mit Daniel dann hingefahren, beziehungsweise wir haben uns vorher vorbereitet und ich wusste halt nicht, welches Deck ich spielen will. Wir haben uns hier einen netten Abend noch am Freitag gemacht, schön mit Essen und Trinken und halt Deckbuilding und halt alle möglichen ausprobieren und wir haben uns halt daran gesetzt. Ich wollte halt ursprünglich einfach nur mal testen, mit Mermail nochmal zu spielen. Aber mit Mermail halt dadurch, also erstmal, Banlist war ja gedroppt und jetzt ist tatsächlich der erste Tag, wo man damit spielen kann. Ich wollte mit den 3 Dragoons, wollte wir gucken, wie viel kann man eigentlich wirklich machen und wir haben uns ein bisschen zu viel Zeit genommen. Ja, habe ich Freitag gesagt? Es war am Sonntag. Von Sonntagnacht auf Montagmorgen haben wir uns zu viel Zeit genommen. Wir haben so viel an Kombos rumgecheckt. Wir haben geguckt, was ist das Optimalste, was man aus wenigsten Karten rausholen kann. Also, und die sind halt zum Schluss dann nachher gekommen, so gegen 3 Uhr nachts. Das Beste ist halt eine 2-Karten-Kombo Extra Link oder 2,5 Karten, wie man es nennen möchte. Das ist halt Abysstios plus einen Dragoner in der Hand plus irgendeine random Karte, die man abwerfen kann, ist im Endeffekt ein Extra Link, den man hinlegen kann mit einem Firewall, der halt noch 2 Bounces hat. Und der Gegner hat halt eine Ibli auf seiner Spielfeldseite. Eine sehr, sehr krasse Combo haben wir dann rausgefunden und ich habe mir gedacht, okay, dann mache ich mal quasi ein experimentelles Turnier und ich probiere einfach mal ein Deck aus, was wirklich ohne Kompromisse nur auf diese eine Siegesbedingung ausgebaut ist und versucht halt diese eine mit so viel Effizienz wie möglich, also dass man halt die wirklich mit diesen wenigen Karten zusammenkriegt. Habe ich halt das Deck umgebaut in die Richtung, deswegen unterscheidet sich das halt sehr, sehr stark von der Variante, die ich auf den Locals gespielt habe, vor allem halt, weil man den 3 Dragoons hat. War halt sehr interessant halt herauszufinden, wie diese Kombo funktioniert, dass es halt im Endeffekt dann 13 Extra-Deck-Monster halt durchgeht, sodass man im Nachhinein nur noch mit Zeruja und einem Borrowload eigentlich im Extra-Deck bleibt, aber theoretisch müsste man halt auch normalerweise dann das Game gewinnen, Game 1 normalerweise, wenn man diesen Extra-Link hinbaut und dann in den anderen Games, kann man halt mal gucken, was man macht. Genau, das war so ein kleines Experiment. Ich zeige euch einmal kurz das Deck und dann erkläre ich euch, wie es für mich lief und auch vor allem, wie es bei Daniel lief. Genau, ich habe 3-mal nächsten Rüstung Abyss Megalo, 3-mal Theos gespielt, 1-mal Hecht, diesmal 2 Gunden, weil die ein gutes Combo-Piece ist und halt noch ein bisschen, ja, uns wieder Monsters und Grave holen kann, falls man sein gesamtes Deck durchgegangen ist, dann. Ich musste halt, meinen einzigen Dragoner, den ich hatte, mal von einem Opening, von diesen Seal Realm Structure Mega Pack Dings da, was ich mal hatte, habe ich meinen rausgekramt, weil ich habe halt kaum Atlantean Stuff und kaum Mermaid Stuff, habe den rausgeholt, weil Sören hat mir ja gar keinen dritten mitgegeben. Damit ich halt überhaupt 3 spielen kann, habe ich mir dann rangeholt aus meiner Deckbox, sodass ich halt dann mit 3 spielen kann. Dank ihm kann man halt jetzt wirklich diese Extra-Link-Kombo machen aus nur 2 Karten. Natürlich kann man sowieso Extra-Link-Kombos aus 3, 4, 5 Karten-Kombinationen machen. Ist natürlich halt viel unwahrscheinlich, aber mit 2-Karten-Kombos ist halt das hier eigentlich ein Extra-Link. Der ist suchbar, der eher weniger. Falls ihr das mal wissen wollt, nehmt euch einfach mal diese beiden Karten in die Hand und legt alles ins Deck und nehmt euch eine Random-Karte wie eine Handtrapper so in die Hand und versucht mal das auszuspielen. Ihr werdet sehen, wie ihr halt einfach einen Extra-Link damit bauen könnt. Ist zu kompliziert zu sagen, weil es einfach fucking viele, viele Schritte sind, aber es funktioniert halt. Ich habe die Combo nicht einmal heute gespielt, weil es gab immer halt eine Handtrap, aber dazu kommen wir gleich nochmal bei den Matchups. Ich habe mich für 3 Nepterbiss und 3 Infantries entschieden. 3 Infantries fand ich awesome, ziemlich geil. Also der halt zum Schießen von andauernd den Feldern oder irgendwelchen Utility-Karten der Gegner, das ist nice. Und halt die eine Infantry,
Der eine Scharfschütze war halt auch awesome halt, weil der hat vieles zerstört, was ich halt loswerden wollte, auch verdeckt. War viel immer los und unterwegs. Ein Tiefseetaucher, drei Undyne, der Genix-Überwacher für die halt diese Combo, die wir halt schon am den Sonntagslogos darüber gesprochen haben. Ich habe zweimal dasselbe Deck nochmal erklären hintereinander. Halt auch drin. Dann der eine Mulling Glacier, der oft rausgebordet wurde, Game 2, weil man halt, der ist dann nicht mehr live, wenn man auch nicht first geht und, ich habe ihn zwar ein paar Mal gedroppt, aber eine Siegesbedingung mit zwei Discarding ist heutzutage ist eigentlich nicht mehr. Ich weiß nicht, ob ich den noch spielen würde zukünftig oder halt lieber andere Combo-Pieces haben mit Wassergeist, immer ganz nett. Der Rosenix halt mit Genix Undyne, Albtraumritterin Ibli halt für die ganzen Nightmare-Kombos und dann Handtrap technisch. Dreimal Ash, dreimal Kautz, dreimal Ogre und dann spelltechnisch nochmal drei. Zekkas Licht, wir haben überlegt, okay, vielleicht spielen wir Reborn und so halt die guten Spells im Main Deck, aber im Endeffekt hat man halt nur wirklich drei gute Power Spells, die man spielen möchte. Eventuell halt nur noch eine Searchable für Nixon-Rüstung oder zwei für Megalo. Deswegen lohnt sich das nicht und deswegen haben wir gesagt, okay, spielen wir einfach die drei Zekkas Light. Hab das im Endeffekt quasi mein Side Deck nachher gepackt und die Handtraps waren awesome, also alle drei haben mich kaum enttäuscht. Also Kautz war nice gegen viele Matchups, bestimmte Matchups sind vielleicht wirklich schlecht. Dann hat man sehr halt rausgebaut, aber das bei Geisteroge auch bei entsprechenden Matchups. Ash war halt fast durch die Bank weg gut, hat aber auch so ein bisschen so ein paar Matchups, wo ich sie halt mal das eine oder andere mal rausborden musste. Und ich war deutlich zufrieden halt so mit bisschen mit der Möglichkeit zu stunnen in der Variante, dass man einfach mehr Handtraps hat. Dann extra Deck technisch Linkspinne, zwei Meerjungfrauen. Jetzt werdet ihr sehen, warum das Deck kompromisslos ist, weil man extrem viel in seinem Extra-Deck dafür opfert, für das Deck, um diesen Extra-Link zu bauen, weil momentan, dadurch, dass halt viele Support-Karten noch nicht da sind, muss man sehr viel aus seinem Extra-Deck nutzen. Zwei Goblins, ein Cerberus, drei Phönix, das könnte aber auch ein Cerberus sein, das ist egal, einer wird einfach nur beschworen, damit er einfach direkt zur Meerjungfrau rumgemacht wird, ein Firewall, ein Ceruja, ein Kaliber-Ladedrache, die keine Combo-Pieces sind für die Combos, aber die halt gute Boss-Monster sind, beziehungsweise das kann man halt allgemein immer ganz nice to have haben und Bahamutai und Toad sind tatsächlich Combo-Pieces in dieser Combo, die benutzt man halt als Link-Material, die benutzt man gar nicht, dass sie auf dem Feld bleiben und gleich zwei Tomahawks, weil dann kriegt man halt diesen Extra-Link hin und ja, das Problem war halt, wir haben die Combo halt irgendwann nachts um 3 oder so erst rausgefunden und es war halt, also halt durch Ausprobieren halt so ein bisschen ist klar geworden, welche Karten man braucht. Das war so spät, also man hatte halt keine Möglichkeit, noch andere Sachen anzupassen. Wir mussten halt irgendwie ins Bett und sind dann halt aufs Turnier halt so mit 3,5 Stunden, fast 4 Stunden Schlaf gegangen und waren ziemlich fertig. Deswegen ist das halt nachher das Extra-Deck gewesen, mit dem ich da angetreten bin. Gleich nochmal Bericht dazu, wie es damit lief. Dann Side-Deck technisch Longinus Lanzen gegen Magnet Invoked, auch gegen Invoked Stuff und anderen Kram. Alter Geist zum Beispiel kann man das auch ganz gut benutzen. Zwei Game Seals. Dann hier Convertible Side-Deck, wenn wir Second gehen oder auch teilweise First, kann man halt die Second Slide ausboarden und dann kann man halt wirklich in die Reborn und die One-for-One wieder reinpacken. Zwillingstwister, dreimal roter Neustart, ausgleichender Zweikampf, so kann man halt wirklich auch wieder Spell and Trap spielen. Habe mich halt für so eine Convertible-Variante entschieden. Fand ich auch ganz gut. Roter Neustart war ganz cool. Aber richtig nice war der Twin Twister. Ich glaube, den würde ich jetzt auf 2 oder 3 bumpen, weil momentan gibt es halt so viel Backrow-Stuff. Da kann man auch ein paar mehr gebrauchen. Kommen wir kurz zu meinen Matchups. Da möchte ich gar nicht so viel dazu verlieren. Ich bin im Endeffekt 3-4 gegangen und bin 56. von 83 geworden, glaube ich. Also absolut nicht der Rede wert. Und zwar aus folgendem Grund. Das Deck war halt wirklich ein Experiment, um zu sehen, geht All-In oder geht All-In nicht. Nein, es geht nicht momentan, weil es einfach zu viel Aufwand ist. Ja, die 2-Karten-Kombo ist nice, aber sie kann halt immer wieder von der Handtrap gestört werden. Man kann die Kombo halt anpassen, dass man halt trotzdem dann Gegner ein paar Karten hin abwerfen lässt und so weiter und so fort. Das Problem ist, dadurch, dass man halt so viel im Extra-Deck in Kompromisse geht, verliert man viele, viele Spiele relativ einfach und schnell, weil man einfach nicht die Options im Extra-Deck hat, die man normalerweise hat. Ich habe so oft dann irgendwie so, yo, ich habe 2 Vierer, wenn ich jetzt einen Dweller machen würde, dann könnte ich noch den einen abhängen, könnte ich noch einen Search haben und ich habe genug getaggt für Game. Oh, ich könnte Mr. Boy machen, oh, habe ich ja nicht. Es fehlen einem so viele Options im Extra-Deck, wodurch das Deck sich selbst so stark beschränkt, weil man halt jetzt mal ausprobiert hat, auf die Siegesbedingungen komplett mal zu bauen und wodurch man halt wirklich viele Matches und Games einfach nur verliert, weil man einfach nichts mit dem Feld mehr anfangen kann, weil man wirklich nur diese Siegesbedingungen machen will und die halt nur in spezifischen Umständen umsetzen kann und wenn halt zu viele Handtraps da sind, halt die immer noch nicht durchkriegt. Deswegen halt Daniel, der halt die Gookies gespielt hat, der halt relativ einfacher mit viel mehr generischen Zweierkarten-Kombos das raushauen kann. Natürlich ein bisschen besser läuft als ich und deswegen war das halt der Test. Würde ich so in der Variante nicht spielen. Ich hätte
wahrscheinlich hätte ich die Variante vom Montag, also von letzter Woche, von letzten Sonntagsorges genommen, mit einfach nur ein paar Anpassungen, dass der neue Dragoner drin ist und ein paar Handjobs mehr, hätte ich höchstwahrscheinlich deutlich mehr Spiele gewinnen können. Wahrscheinlich hätte ich ähnlich wie Daniel rausgehen können, weil ich einfach viele Spiele, die ich einfach nur verloren habe, weil ich einfach nicht die normalen Extra-Deck-Monster habe, die ich normalerweise eigentlich drin hätte haben wollen. Statt diesen irgendwie Doppelgoblin und den ganzen Kram, da hätte man einfach sehr viele Spiele einfach relativ einfach gewinnen können. Und dadurch hat man sich ein bisschen ausgestreckt. Aber das ist cool, einfach mal selbst als Erfahrung das zu haben, dass man das mal ausprobiert und schaut, joa, geht das nicht. Hat jetzt nicht geklappt, würde ich jetzt so auch nicht empfehlen, wenn jetzt demnächst mal ein Mermaid spielen will, würde ich das nicht so hardcore spielen, sondern wirklich eher doch lieber konservativ. Da hat man einfach deutlich mehr Options. Ja, allgemein zum Turnier kann ich sagen, super organisiert von Olli und halt auch ganz gut organisiert von halt der CSL. Was ein bisschen schade war, so als Feedback von uns, dass es nur Extreme Force als Booster gab. Warum nicht Flames of Destruction? Das war jetzt ja schon, ja, ist ja schon einen Monat fast raus. Also warum war immer noch Extreme Force der Booster dafür als Token-Ding? Ich habe mich auch gewundert, warum man halt drei Tokens für einen Booster einlösen konnte. Das waren halt dann, was waren das, 15 Euro Eintritt und man bekommt halt zwei Booster. Das ist so, Also die Auswahl war relativ klein, die man da hatte für die Token-Umwandlung. Das war nicht wirklich schön. Also im Konami-Event, da kriegt man für 12 Euro schon drei Booster oder für 20, 5 Booster. Das ist schon eine ganz andere Liga, also ich glaube, da muss die CSL noch ein bisschen arbeiten, das war ein bisschen nicht so zufriedenstellend und ja, Daniel war ja auch mit mir und ja, ich habe halt nachher nur noch aus Spaß nur noch so mit vorbeigeguckt, habe alle Spiele einfach noch mitgespielt, weil Daniel halt noch relativ cool stand. Er hat mit Goki Nightmare wieder gespielt, diesmal wird er euch auch das Deck vorstellen. Ich würde gar nicht mehr so viel von hier von meiner Seite aus vorwegnehmen. Ich habe auch gar nicht mehr so viel zu erzählen, weil ihr habt das meiste schon jetzt gehört und auch schon gesehen. Teilweise durch die Bilder vielleicht, die ich noch so gemacht habe auf dem Event. Jetzt kommt nochmal quasi vom Event das Interview von mir mit Daniel, wo ihr nochmal sein Deck sehen könnt. So ein bisschen sein Erlebnis von dem Event. Und ja, das war's dann hier von uns. Und wir wünschen euch noch viel Spaß mit seinem Deck-Profile und wie es bei ihm lief. Bis dahin. Tschüssi. So, hi Daniel, was geht ab? Hallo. Heute war ein sehr anstrengender Tag. Unsere Stimmen sind durch. Wir waren heute auf der CSL hier in Hamburg. Yay, Turnier in Hamburg. Und ja, bei mir lief es ja nicht so gut. Wie lief es so bei dir? Ja, besser, nicht ausreichend genug, aber ich denke mal, Improvement zur letzten Regio. Ja, auf jeden Fall besser. Immer noch ein bisschen ärgerlich, aber ja. Also wie ich sehe, hast du, glaube ich, wieder das gleiche Deck gespielt letztes Mal. Ja, Main Deck sogar exakt gleich. Side-Deck anders. Ja, aber hat noch keiner gesehen letztes Mal, deswegen zeig uns mal, wie dein Bild war und erzähl mal, wie es überhaupt allgemein lief bei dir. Ja, ich habe Gokis gespielt, drei Suprex. Er ist halt ein deiner Hauptmann, du kriegst mit mehr Monster aufs Feld, deswegen auf drei. Und du beschwörst ihn halt mit Invoker. Dann dreimal die Kopfstoßmaus. Die ist halt auch ein Monster, was du weiter aufs Feld bekommst. Dann die weniger wichtigen, Drehkobra. Zweimal, weil es Stufe 3, kannst du auch mit in den Invoker gehen. Den Octostretch zweimal. Der ist wichtig für die Säule kommen. Ja genau, und deswegen, wenn du einen ziehst, du möchtest den eigentlich beschwören. Du kannst theoretisch auch die Kopfstoßmaus beschwören. Aber du möchtest lieber ihn. Ja. Und dann von den beiden großen Bärenumarmungen und Scorpio hier ein. Einfach nur für den Namen, damit du noch den Search hast. Ich habe gehört, dass der sogar manchmal sehr gut ist. Ja, du kriegst manchmal den Halbier-Effekt, wenn die mit Revanche-Kampf beschworen werden. Weil da steht Goki-Karte und ja. Das halbieren das manchmal ganz nett. Ja. Dann habe ich gespielt zwei Jump Forward und einen plündernden Hauptmann. Du wolltest immer cutten, ich habe gesagt, cutten nicht. Du wolltest immer zwei spielen lieber. Ja, anstatt aber ich bin mir nicht sicher. Also auf eins gefällt er mir. Er ist ganz nett, wenn du beide auch hast und dann noch an was gehst, wie zum Beispiel das hier. Das frisst meistens eine Handtrap, aber das ist das, was ich möchte, wenn ich sowieso noch einen Dreier habe, weil dann kann ich in den Invoker gehen. Aber die Leute wissen halt nicht, wie sie dagegen spielen. Noch nicht. Das gefällt mir an dem sehr. Ich habe dann noch zwei Lone Fires gespielt. Wir können ja die auch von der Hand schießen sonst. Ja. Darauf Ash ist natürlich nicht schön. Es kommt davon, was man noch so hat. Dann die eine Ibli als Combo-Maker. Ja, könntest du mal erzählen, was das so macht? Beziehungsweise wir werden ja noch nach dem Profil sehen, wie so deine Felder waren. Dann eine Todeswache. Das habe ich in Japan gesehen und fand das ganz interessant. Ich erkläre auch noch, wofür die ist. Da haben Leute schon daneben gesessen, so, wie er eine Todeswache im Graveyard hatte. Dann drei Ogre. Ash kostet viel, deswegen habe ich keine Ash.
auf Ogre spiele ich dann noch einen Notfallteleport als Extender, weil Ogre Stufe 3 ist, das heißt, ich kann damit auch in den Invoker gehen. Mhm. Ein Spiel habe ich angefangen mit Normal Ogre, Special Ogre, Invoker, Extra Link. Combo. Dann eine Verstärkung für die Armee, weil fast alle deine Monster Krieger sind. Super Toolbox. Ja, also es ist nett zu haben, aber nicht notwendig. Dann zwei Instant Fusion für die Predator Plants. Es ist auch nett, wenn du die sowieso ziehst und dann der Scorpion eine Handtrap frisst, weil dann machst du einfach weiter. Das ist auch noch eine sehr schöne Choice im Extra-Deck dafür. Ja, dann zwei Revanche-Kampf. Selten habe ich zwei gebraucht, meistens reicht einer. Aber manchmal ist es noch ganz nett als Recovery. Du kannst dir am Ende der Kombo das für den nächsten Zug suchen. Und dann an weiterem Revival, Soul Charge, Reborn und Succession. Die habe ich manchmal rausgesidet, weil sie erfordert halt einen linken Monster auf dem Feld. Ist ganz nett. Die beiden sind auf jeden Fall sehr gut. Mhm. Ja. Dann bei den Ausrüstungszauberkarten einmal Phönixklinge. Das kennt ja jeder, der sich mit dem Deck befasst. Und dann spiele ich statt Mondspiegelschild einmal DDR. Mondspiegelschild wird ja gespielt, damit, wenn du beide Equips ziehst, du die ausrüsten kannst an das Material, was du für Isolde benutzt, damit die sich wieder reinmischt, damit Isolde nicht tot ist. Das Ding ist aber, das ist schon recht unwahrscheinlich, beide One-Offs zu ziehen. Und wenn du Mondspiegelschild ziehst, ist die halt eigentlich recht nutzlos und die ist halt ein Combo-Piece. Du hast dann halt meistens die im Friedhof, banished Isolde, um sie auf die Hand zu nehmen und dann holst du mit ihr Isolde wieder, indem du das Schwert abwirfst. Und dann hast du quasi zwei Monster bekommen von der Link-Beschwörung. Mhm. Und dann, weil das Deck keine Handtraps mag, drei Caught by the Brave, auf jeden Fall wichtig. Und das stört meistens auch nicht, weil du wenig Karten brauchst, um deine Kombos zu machen. Und dann als einzige Trap habe ich die Phantomritter der Schattenbrigandine gespielt. Man kann auch Floodgates spielen oder Solemns und die sich dann mit Curious setzen, aber die Variante mochte ich nicht. Ich habe lieber gesagt, ich möchte möglichst viele Extender, damit meine Kombos durchgehen. Dann beim Extra habe ich zwei Isolde gespielt, womit du deine ganzen Kombos anfängst. Ich glaube, ich habe heute keine zweite beschworen, aber es ist nett, sie zu haben. Ich glaube, nett, wenn die erste geogert wird, genau, und das Spiel ein bisschen langsamer ist, dass du es vielleicht im zweiten Teil machen kannst. Ja, dann bei den Nightmares habe ich eine Mermaid gespielt, ein Cerberus, ein Phönix, zwei Goblin, ein Einhorn und ein Greif. Viele spielen davon lieber einen zweiten anstatt dem Goblin. Ich habe mich aber für den Goblin entschieden, weil wenn du nicht anfängst und dein Gegner eine extra Monsterzone nutzt, dann kannst du dir ja nicht aussuchen, wo du anfängst. Und dann kann es sein, dass deine Combo nicht ganz funktioniert, weil du holst den, den du am Anfang der Combo machst, mit Ibli wieder. Und das Monster muss auf sie zeigen, damit sie das beschwören kann. Und sie muss trotzdem in die Zone neben dem Goblin beschworen werden. Das heißt, das geht manchmal nicht mit denen, aber mit dem immer. Ja. Dann das Einhorn. Ich habe heute mindestens 2x5 gezogen. Dadurch ist natürlich immer ein bisschen unnötig. Naja, ist ein bisschen Gefahr, ja, den auszudecken, ne? Ja. In einem Spiel war es nicht unnötig, weil ich dadurch drei Red Reboot nachgezogen habe. Gegen ein Deck mit vielen Traps. Ja, und dadurch gewonnen habe. Ja, der Greif, den habe ich heute einmal gemacht. Aber einfach nur, um noch einen Draw zu kriegen. Der wurde negated, habe ich gar nichts bekommen. War das Extra-Deck-Monster, was am wenigsten gebraucht wurde. Dann bei den Link 3 ein Trigate. Den kannst du machen, je nachdem wie deine Hand aussieht. Mit der Standard-Kombo nicht, aber sobald du irgendeine Reborn-Spell hast, kannst du den machen. Dann Ningirsu. Am Anfang des Tages habe ich den kaum gemacht, aber gegen Ende häufiger. Gegen True Draco war der ganz nett. Zwingt Aktivierung, ne? Ja, genau. Aber er targetet halt auch nicht und dann kann ich halt in meinem Resolve das nehmen, was mich gerade stört. Und wenn ich sowas wie Goblin habe, dann kann er auch nicht zerstört werden oder so. Dann Firewall, das Zentrum der ganzen Kombos. Viele denken, dass Isolde der Punkt ist, den man aufhalten sollte, aber das ist der Punkt.
Wenn der das Spielfeld verlässt, dann kann ich meine Kombos nicht machen, es sei denn, ich kriege ihn irgendwie wieder aufs Feld. Über Reborns. Ja. Oder Reaper da drauf, das tut weh. Ich kann dann immer noch Kombos machen, aber keine extra Links. Dann noch ein Borrowload, den habe ich ein-, zweimal gemacht. Der ist gut, nicht notwendig, aber nett zu haben. Nicht für die Combo, aber ist eine gute Karte. Ja, dann für meine ganzen Dreier, den einen Invoker. Sobald du auf den kommst, ist das ein extra Link. Und als Instant Fusion Target die böse Drachenkämpferin. Ja, manche spielen Beschworener Raijin, weil der einen besseren Effekt hat. Aber ich habe auch überlegt, ihn zu spielen. Aber das Level gefällt mir besser, weil ich habe häufig dann durch die Instant Fusion in den Invoker gehen können und dadurch überhaupt Kombos machen können. Und das kannst du mit Raijin nicht, weil du dann halt nicht den Goki in Umlauf kriegst, um dann in die Säule zu gehen. Ja. Ja, beim Side-Deck habe ich drei Reaper gespielt. Als einziges Target im Side-Deck Doppelhelix. Ich habe dann halt noch die ganzen Link-Monster, die ich sowieso spiele. Sowas wie Borrowload oder Firewall, die Nightmares. Ja, Pendel habe ich nicht viel erwartet, habe ich heute auch nicht gesehen. Ja, habe ich nie aktiviert, weil nie gezogen. Dann zwei Drawn und Lockbird. Habe ich auch noch einmal gezogen, aber sowieso gewonnen, ohne dass ich den brauchte. Baylor, gar nicht gesided. Hast du auch nicht Matchups gehabt, oder? Nee, ich habe keinen Druck gesehen oder so. Ja. Dann zwei Garmesiel. Für, wenn du gegen Nightmare spielst und sie dir nicht die Ebene geben, kannst du den Extra-Link halt damit kaputt machen. Oder gegen andere Matchups. Also manchmal ist es gegen True Draco nett. Also manche spielen ja auch den Metaltron. Ja. Also war nicht zwingend notwendig. Dann zwei Kosmos-Zyklonen gegen Alter Geist und True Draco. True Draco mehr, Alter Geist halt ein bisschen, weil ich sonst nicht so viel gegen die im Side habe. Ja, gegen True Draco auf jeden Fall gegen sowas wie Erupt oder Skill Drain. Und dann, was mir sehr gut gefallen hat, drei Red Reboot habe ich sehr gerne gegen True Draco gesided, um die Beschwörung im gegnerischen Zug aufzuhalten oder Halbierung. Ja. Sehr gut. Ja, wie lief es jetzt für dich eigentlich im Turnier? Runde 1 habe ich gewonnen gegen Clifford. Sehr interessant, das mal zu sehen. Ja, es war nicht so schön, was er alles hinlegen konnte. Deswegen, das habe ich recht leicht gewonnen. Runde 2 war gegen True Draco invoked. Da habe ich sehr dumm gespielt. Ich habe zwei Effekte nicht aktiviert und habe deswegen verloren. Ja, wir lernen immer noch. Ja. Runde 3 war gegen True Draco Demise. Stimmt, gegen den Trader B, ne? Ja. Trader B. Ja, es waren ja nicht so viele Leute anwesend, deswegen war das nicht so unwahrscheinlich, als wir gleich standen. Ja. Ja, das habe ich auch gewonnen. Danach habe ich wieder gegen Bekannten gespielt, gegen Spiral Nightmare. Runde 1 habe ich halt ein Trigate und ein Sleeper hinbekommen, habe ich bekommen. Ja. Und dadurch konnte ich nicht spielen. Das ist sehr schwer. Runde 2 hat er mich anfangen lassen. Nee, Runde 2 hast du ja dann angefangen. Runde ja, stimmt, weil ich verloren habe. Genau. Und Runde 3 war halt diese große Überraschung. Dann habe ich halt meinen Extra-Link gemacht. Er hatte nicht genügend Handtraps. Und ja, Runde 3 hat er mich dann überraschenderweise anfangen lassen. Aber das lag daran, dass er 15 Handtraps reingesignet hat, aber nur eine Ash gezogen hat und verloren hat. Und damit hat er glaube ich, die eine Lohnfeier aufgehalten und danach ging es abgegangen. Hätte er angefangen, hätte er wahrscheinlich gewonnen. Danach habe ich gespielt gegen Adrian Dursun. Die lange Nase, die altbekannte lange Nase. Alter Geist hat er gespielt. Er hat angefangen und Gokis kann ich so gut durch Fallen durchspielen. Und meine Hand war auch nicht so gut, deswegen habe ich es verloren. Game 2 habe ich dann einen extra Link gemacht und er hat Rakugel-Modus beschworen. Und ja, das er hatte dann zwar keine Normal mehr, es ging dann noch ein bisschen hin und her, aber er hat irgendwann gewonnen. Ja, danach habe ich gegen True Draco gespielt, wieder. Aber mit Extra Deck. Mit Extra Deck, ja. Aber ohne Invoked. Und da habe ich beide Spiele einen kompletten Extra Link mit einem Trigate noch und habe das gewonnen. Und dann kommen wir zum Thumbnail-Game des Tages. Ja, und dann habe ich nochmal gegen True Draco gespielt.
Und Game 1 hat er mich anfangen lassen. Das hat mich jetzt nicht so gewundert. Ich wusste gar nicht, wusste er, was du spielst? Nein. Frage. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ja. Und er hat auch gegen das Deck noch kein einziges Mal heute gespielt. Er kannte sich kaum damit aus. Ja, ich habe mein Extra-Link-Feld gemacht und habe ihm Deeply in Game 1 nicht gegeben, weil man spielt ja im Main Deck meistens keine Kaijus aktuell und deswegen ist sie nicht notwendig. Da nehme ich lieber den Extra-Draw durch Cerberus. Ja, und das erste, was er gemacht hat, ist Battleface. Ja, und dann ist Evil Image. Ja, Evil Image, mein ganzes Feld ist weg. Ich habe noch einen Goblin, den hat er dann noch mit einer Falle zerstört und dann Game 2. Ich habe angefangen, habe ihm dann aber die Evil hingelegt und dadurch konnte er mich halt nicht Evil lehnen. Und ja, das habe ich gewonnen. Dann dachte ich mir, dass er mich die nächste Runde wieder anfangen lässt. Hat er auch. Ja. Ich habe erstmal die normale Combo gemacht, genau. Hatte dann aber noch eine Instant Fusion in der Hand und habe Soul Charge nachgezogen und hatte dann halt das Feld. Also dieses, das heilige Feld, dieses wunderschöne extra Link-Feld gesetzt. Plus ja. Irgendwie noch 5 Handkarten in der Hand. Ja, und das hat er dann natürlich nicht wegbekommen, weil. Also, er hatte ein Ignis beschworen am Anfang seines Zugs mit der normalen Normalbeschwörung. Ja, und er hatte eigentlich versucht, die ganze Zeit einen Rakugel-Modus zu machen. Genau, den hat er nicht gezogen. Ja. Ja, und dann war ich wieder dran, hab 5 gezogen durch das Einhorn, darunter waren 3 Red Reboot. Und das war dann OTK. Genau. Ja, die Todeswache. Ja, genau, da kannst du auch nochmal drauf eingehen. Aber erstmal, wie ging es denn aus eigentlich? Welche Platzierung ist das? Ach so, ja. Ich bin dann 5-2 gegangen und mein Tiebreaker war halt nicht so gut. Du warst der Vorletzte mit dem Standing. Ja, mit Platz 18. Von Platz 7 bis Platz 19 mit 5-2. Das ist ein bisschen schade. Ja. Von 84 Spielern aber. Ja. Die Extra-Link-Kombo kriegst du halt mit 2 Karten hin. Zum Beispiel sowas. Das ist ein Extra-Link. Wenn du dazu noch einen beliebigen Goki in der Hand hast oder einen Stufe 3 Monster. Also dass du noch daneben setzen kannst. Ja. Zum Beispiel Instant Fusion könnte das sein. Dann sucht man sich mit Isolde später nicht das, was man für Kopfstoßmaus abwirft, sondern sucht die Todeswache, die man dann abwirft für Nightmare, damit man sie im Friedhof hat. Isolde sagt ja, du kannst nur sie nicht beschwören, genau. Und auch nicht die Effekte benutzen, ja, für den Zug. Aber abwerfen kannst du. Aber im nächsten Zug auch. Funktioniert. Und was ist jetzt der Quirk daran? Warum wird man sie abwerfen? Ich mache ja das Feld. Mein Gegner kann ja nicht spezial beschwören. Das Out ist, er rennt mit Evil in mein Monster rein und dann kann er wieder spezial beschwören und kann auch Evil Match aktivieren. Match ist 2. Genau. Und Ende Battleface. Ja, aber damit halte ich dann Evil auf, so dass er das alles nicht machen kann. Und dann bricht er mein Feld nicht. Ich ziehe 5 und bin dann in enormen Kartenvorteil. Ja. Ja. Ja, allgemein zufrieden mit dem Ergebnis, oder? Ja. Es war immer schön, überraschte Gesichter zu sehen, wenn ich die aus dem Deck gesucht habe. Oder sowas wie Plündern Hauptmann. Ja, die denken sich so, was ist das für ein Garbage-Deck? Oder ich fange an mit Grüppel vorwärts und Lilien-Cobra und mache einen Extra-Link. Ja, die denken sich, oh, was für ein Brick. Nope. Ja. War ein schöner Tag. Ja, gut, herzlichen Glückwunsch dafür. Mal sehen, wie es beim nächsten Turnier läuft. Ja.